Das nächste 5 Minuten Wand-Pilates-Video ist da. In diesem Video kräftigen wir unsere Po-Muskulatur. Herzlich willkommen, mein Name ist Lisa Sophie, ich bin ausgebildete Fitnesstrainerin und trainiere jetzt mit dir. Wenn dir meine Videos gefallen, dann denk dran, auf die Glocke und gefällt mir zu klicken, den Kanal zu abonnieren und mich weiterzuempfehlen. Es geht los, leg dich mit dem Rücken auf deine Matte, so weit von der Wand entfernt, dass du einen 90-Grad-Winkel in den Knien hast, wenn du die Füße auf die Wand stellst. Nimm jetzt deinen rechten Knöchel auf das linke Knie, atme ein und komm mit dem nächsten Ausatmen mit dem Becken in die Luft. Versuch hier die Wirbelsäule immer schön auf- und abzurollen. Ganz geschmeidig, wir wollen jeden Wirbel einzeln benutzen. Gleichzeitig achten wir noch darauf, dass unsere Hüften gleich hoch sind. Okay, wir wechseln schnell die Seite, damit das andere Bein genauso arbeiten muss. Sehr gut. Immer schön mit dem Ausatmen aufkommen. Mit dem Einatmen kommst du wieder nach unten. Sehr schön. Die erste Übung hast du schon geschafft. Wir gehen ohne Pause weiter zur nächsten Übung. Nimm jetzt beide Füße dafür an die Wand. Roll wieder mit dem Becken in die Luft, in die Schulterbrücke. Und hier oben federn wir dann. Immer mit dem Ausatmen wieder schön hoch, ein tief und hoch und tief und hoch und tief. Versuch deinen Nacken dabei entspannt zu halten, die Schultern ziehen schön Richtung Matte nach unten. Du hast es schon bald geschafft. Sehr gut. In meinen 5-Minuten-Videos haben wir keine Pausen, weil die Zeit zu kurz ist und wir sie effektiv nutzen möchten. Und dadurch hast du in 5 Minuten richtig viel geschafft. Die nächste Übung ist quasi ein Vierfüßlerstand, nur dass wir die Hände nicht auf der Matte haben, sondern an der Wand. Streck dein rechtes Bein lang nach hinten aus und bring es mit Hilfe deiner rechten Po-Muskulatur nach oben. Hierbei achten wir schön darauf, dass der Rücken lang bleibt. Die Bauchmuskulatur bleibt aktiv, dadurch kommen wir nicht ins Hohlkreuz. Okay, wechsel schnell das Bein. Links schön hochziehen. Drück dich mit den Händen von der Wand weg, damit du die Spannung auf dem Oberkörper gut halten kannst. Die letzten Sekunden laufen. Super! Es geht mit der ersten Übung wieder von vorne los. Leg dich auf den Rücken, rechter Fuß aufs linke Knie und roll die Wirbelsäule nach oben auf. Genau, schick den linken Fuß schön in die Wand. So bauen wir Spannung auf. Das Tolle bei den Übungen ist, dass du nicht nur deine Po-Muskulatur trainierst, sondern auch noch gleichzeitig den ganzen Oberkörper mit dazu. Dadurch, dass wir immer die Wand mit der Spannung wegdrücken, wird da noch viel, viel mehr Muskulatur aktiviert. Der Fuß ist gewechselt. Super, noch 3, 2, 1, okay, und wieder in den Vierfüßlerstand, oh, doch nicht. Und dann kannst du wieder beide Füße an die Wand nehmen, das Becken aufrollen und oben federn. Beim Federn achte darauf, dass du wirklich deine Po-Muskulatur anspannst, quasi die Po-Backen zusammendrückst, um hochzukommen. Du kannst ja auch die komplette Beckenmuskulatur mit in die Anspannung nehmen, dann hast du auch noch ein super Beckenbodentraining gleichzeitig mit dabei. Versuche es noch 20 Sekunden durchzuhalten. Super, weiter so. Und noch 10, 9, 8. Die letzten Sekunden noch durchhalten, mach weiter. Ja, super. Du hast es geschafft. Dreh dich schnell wieder in den Vierfüßlerstand um. Und jetzt starten wir mit dem linken Bein. Super. Streck dein Knie hier lang. Der Oberschenkel ist mit angespannt. Und jetzt zieht die linke Pobacke das Bein in die Höhe.
Immer mit dem Ausatmen kommt das Bein hoch, mit dem Einatmen tief. Das hilft uns dabei, den Rücken schön lang zu halten. Super, wechsel das Bein. Das ist unsere letzte Übung. Gleich hast du das gesamte Training schon absolviert. Sehr schön, du hast es geschafft. Toll, dass du mitgemacht hast. Vielen Dank. Schau gerne noch in meine anderen Workouts rein, abonniere den Kanal, drück auf die Glocke, dann bekommst du auch mit, wenn ich ein weiteres Video hochgeladen habe. Und über einen Kommentar, was dir gut getan hat oder generell ein Feedback, darüber freue ich mich natürlich auch.